Hallo, hallo. Albi ist am Start. Erstmal direkt aufstoßen. Hat mir da gerade was zu essen reingepfiffen. Deswegen kurz ein bisschen verzögert und wir chillen eine Runde. Gerade, wo wir gesprochen haben, wo ich reingegangen bin, ging die Messerrunde los. Und Kova hat hier erstmal gewonnen jetzt hier auf Nuke. Deswegen, wir gehen auch direkt rein, ohne viel zu schnacken. Wir stehen 4-5 aktuell in der sehr advanced City State Punks. 4 Siege, 5 Niederlagen. Kova hat zuvor auch gewonnen gegen No Limit Gaming. Aber das sollte kein Problem sein. Wir gehen einfach in die Partie und lassen Taten sprechen. City State Punks hier in der sehr advanced gegen Kova GG. Die Finnen, die müssen wir besiegen. Wäre super schön, wenn City State Punks das hier heute machen kann. Erstmal Energie rächen. Kovana hat schon Unicorns of Love gerecht. Die haben auch gerade gewonnen. 16-10 gegen die Jungs von Lil Mix. Und Grüße gehen raus auf, an Elseno, an Jessil, Papa Rapala und alle anderen, die noch so im Start sind im Chat. Nuke ist halt schon auch eine ganz geile Map. Mark Nummer 1, Mark noch Nummer 2, wer weiß. Die Flash geht rein von Irex. Support ist da, aber die Bombe kann einfach gelegt werden. Und Probleme, denn irgendwie war ein kompletter, gefühlt 5-Mann-Stack auf dem B-Spot. Da geht aber nicht so viel. Also gucken wir erstmal, was der gute Mark und seine Mates macht. Hübscher junger Mann. Hab ihn ja letztes Mal live getroffen auf dem Event. Da geht was. Dream mit dem nächsten Frag. 3 gegen 4 Situation. Und der Retake-Versuch jetzt hier nochmal von Kova. Irgendwie auf diesen A-Spot zu kommen. Next. Mit dem nächsten Spargo mit dem Refrag. Mark it is. Mark it is. Mark 1, Nummer 2, Nummer 3 oder was? Nein, Dreamer, Mark hilft dabei. Trotzdem. Schöne Frags hier von den CC State Punks. Und wir haben das 1-0 für die Party Boys. Ich freue mich auf Hyped, wenn er seine AWP auspackt. Ich hoffe ja auch. Ich jetzt hier auch im Cast, sag ich jetzt mal, mache eine Vertretung für den guten Cisco aka CXIO, ja, was ich nicht aussprechen kann, sehr, sehr schwierig für mich. Und Ulib mit einer richtig schönen Position, Rappi mit den Problemen, kriegt die einfach in den Nacken. Ich habe sogar direkt einen Tinnitus auf dem rechten Ohr, weil dieser Klick so geläutet hat in den Schädel. Habe ich schon ein bisschen mitgefühlt. Irax bläht nach, als die Gap gerade irgendwie, die Füße sah. Ist so voll in Ordnung, hyped. Ist dahinter und sollte jetzt den Frag wahrscheinlich gegen Irax machen. So sieht es auch aus. Die Forcebike von Kova läuft noch nicht so blendend, wie man es gerne möchte. Dream chillt ja auch noch vor der Pommes. Man wartet hier einfach ab bei SSP. Also macht es auch sehr, sehr taktisch. Ist gut dabei. Die Jungs haben auf jeden Fall auch Bock. Wollen hier auf jeden Fall mit dem nächsten Sieg oder mit dem heutigen Sieg dann die sicheren Klassenerhalt mit ihrem CC State Punks Account haben. Aber auch hier mit einem 9-6 zum Schluss, glaube ich, oder einem 9-5 besser gesagt. Hier sind auch vielleicht die Playoffs drin, genauso wie Unicorns of Love, aber die müssen alle Gas geben. Du meinst ein langes Rohr? Genau. Einmal das lange Rohr, die AWP. CKS und sich hier hyped, aber der Refrag ist da. Wieder ein Refrag, Dream mit dem Double. Und wir haben nur noch Trixie mit der CZ und er rennt einfach auf Hype, auf Dream rauf. Und es ist jetzt wieder einmal. Der junge Mark mit 20 Sekunden Zeit muss irgendwie da hinkommen, noch zur Bombe. Muss die Bombe aufheben, muss direkt auf den Spot drauf. Es wird sehr, sehr schwierig. Er muss einfach direkt planten auf Kante. Es wird echt brutal mäßig. Er muss durch die planten und das hat irgendwie der Gegner nicht auf dem Schirm. Oh, gut gespielt. Mark mit dem Momentum. Da kommt auf jeden Fall die Flash. Dreht er sich weg, aber das ist vorbei. Twixie kann nichts machen. Easy für Mark. 2-0. Er rettet die Runde, aber starke Frags hier aus Sicht von Kovana. Kovana, sag ich schon, von Kova. CC State Punks mit den Problemen, aber nun, dank Mark, gesichert. Kova geht in die kleine Full Echo. Vielleicht sieht man so noch ein paar Deagles. Ich habe mir gerade meine Oberlippe verbrannt. Beim Essen. Beim Sandwich Toast. Wenn der Käse flüssig ist, mein Lieb. 3 AKs bei SSP. Bei MAC-10s. Man muss natürlich sehr, sehr stark reinkaufen wieder. Hype der Einzige, der so diesen Halfby macht mit dieser MAC-10, damit er halt im Notfall dann die AWP hat in der nächsten Waffenrunde. Aber auch mit der MAC-10 ist er sehr zielsicher. Sammelt sich ein bisschen Geld ein.
$600 oder 5-4 aufs Konto gepackt worden. Wixi, ich weiß gar nicht, wo der steht. Ist der in der Smoke? Ist der aus? Ist der echt außerhalb? Nein, der ist er. Der hypt mit dem nächsten Track. Hype doch den nächsten! Nee, Nixi, das ist. Das schmeckt auf jeden Fall auf dem Konto. Und Airax mit der Diegel kann vielleicht ein paar Schellen auspacken. Nicht mit Marc. Nicht mit dem guten MRC. Marc gönnt sich 3:0 und somit geht diese Partie weiter in die vierte Runde. Und jetzt haben die auch Jungs bei Kova endlich Waffen. 4 Frags für Dream, für Hype, für Marc, Nixit und Rappi. Ja, noch nicht viel gemacht, aber der ist ja noch ganz, ganz frisch in dieser Partie. Rettet. SSP macht es nur wieder spannend für die Ladies, also ist alles klar, okay. Welche Ladies? Jessie, oder was? Okay, dann haben wir eine Lady haben wir im Bett. Ansonsten nicht. Ja, ansonsten glaube ich, habe noch keinen im Bett. Vielleicht für mich. Rappi, wieder das Duell außen, versucht hier schnell über die Main-Position durchzukommen. Dream wird auch hier von hinten, glaube ich, gefühlt erwischt. Und die Jungs gerade von SP fallen gerade einfach nur. Spargo mit der AWP erfolgreich. Nur noch Nixit. Und MRC, aka Mark am Leben. Jetzt chillt hier. Der will diese One-Man-Show haben. Der will das 1 gegen 5. Der will das Ace. Trotzdem, dieses Ace so gut wie unmöglich ist machbar. Natürlich, wenn er jetzt hier die Einzelduelle bekommt, muss dafür aber erstmal die CTs finden und vielleicht gleich Airax am rausnehmen, wenn er hier gleich rauspiekt. Marc. Checkt jetzt alles. Oh, das Timing. Chillt hier noch. Gönnt sich die Nummer 1, hat noch 45 Sekunden auf der Uhr. Mehr als genug, aber muss jetzt nur die Spieler finden. Die wollen natürlich ihn jetzt auch jagen. Umso mehr Spieler er mitnehmen kann, umso besser ist es. Aber er ist bekannt. Die pieken aber nicht. Jetzt hat er den nächsten Spieler gesehen. Wird schwierig jetzt. Wo ist der andere? Droppt er runter. Man kann eigentlich auf Zeit spielen. Versuchen ihn rauszunehmen, wenn auf der späteren Zeit. Jetzt hat er den Window offen für den Spieler gesehen. ZKS. Ja, man macht es gut. Er kommt nicht mal in die Bombe, hat es auch gar nicht erst probiert. Die Runde geht hier ganz klar an Kova. Die Frage ist bloß, wie viel Damage kann Marc hier noch machen? So wie sie sich aufstellen, gefühlt gar kein Damage mehr. Ja, vielleicht noch den Spieler rechts ums Eck. Den guten ZKS. Nee. 3:1. Na, jetzt doch. Nochmal den Frag rechts rum. Nein, sieht nicht so aus. Aber geldtechnisch hat Marc halt echt eine gute Bank. Kann droppen. Hype kann sich selber die AWP leisten. Also geht's rein in die nächste richtige Waffenrunde von SSP. Kova bleibt dabei, was sie haben. Raiden sogar nochmal ab. Haben noch mehr Utility als vorher. Jetzt wird's hier auf jeden Fall geschichtsträchtig für diese Partie. Ist schon eine Runde, die für mich eine Key-Runde ist für beide Teams, denn beide haben danach nicht mehr so viel Money. Also sollten die ein Team auf jeden Fall klar natürlich dominieren. Am besten natürlich SSP. Entweder ich habe Lex oder du. Wahrscheinlich hatte ich gerade Lex, weil vielleicht wieder, wie ich erzählt habe, mein Stream-PC nicht so rund läuft. Er hatte gerade keine Renderverzögerung. Dann hattest du wahrscheinlich gerade Lex. Oder vielleicht hatte ich auch welche durch mein Upload. Möglich ist alles, aber es ist ganz, ganz wenig. Also ich habe nur 192, das heißt, ich habe war nichts. Und auch noch keinen Abkacker. Also das muss an dir gelegen haben, mein Lieber. Hier gegen 5 Situation. SSB hat schon Nixit verloren. Marc jetzt hier wieder auf dem Abgang wieder hoch. Versucht was zu finden. Rappi mit der Position. Dank auch dem guten Dream, der hier viel Schaden macht gegen Twixi. Spargo mit dem Frag gegen Marc außen. Der fällt jetzt auch zum ersten Mal in dieser Partie relativ früh. Ansonsten immer der letzte Mann. Und trotzdem kann dieser A-Spot eingenommen werden. Die AWP hyped jetzt nach oben am Abzielen. Hyped wird aber rausgenommen sofort hier von Airax an der Smoke. Rappi versucht aber irgendwas. Rappi nimmt die Frag. Die Bombe, die tickt. Von der Seite kommt Ulib. Man verliert hier auch den Mann. Doppel-AWP ist die Frage, ob man sie sich gönnt. So mit das 3:1. Nee, bei mir ist alles gut. Bei mir läuft alles einwandfrei. Schade. Die Pistole und der Start war solide. Aber danach... Jetzt die ersten beiden Waffenrunden liefen noch nicht so gut gegen Koba. Die stehen sehr gut. Aiming ist da. Rotation sitzt.
Kann man nicht viel meckern. Vielleicht macht es aber auch SSP nicht so leicht. Müssen andere Menschen genauer im Detail herausfinden. Fünf Mann Deagle Power bei SSP ist jetzt da angebrochen. Dann geht nächste Runde wieder in die Waffen. Also mögliches 3-3 ist sehr stark dabei. Oder sehr, sage ich schon. Ist einfach drin, gerade für Kova. Aber Mark hier irgendwie von hinten angekommen. Erwischt Airax von hinten. Sehr nice, aber Ule wieder gegen Blüm erfolgreich. Der hier einfach nach unten droppen möchte. Aber jetzt wird es ein bisschen chaotisch. Jetzt geht es hier schnell ab. Jetzt scheint es gut zu laufen. Nix sieht aber mit dem nächsten Klick hier gegen ZKS. Und Rappi ist auch ready. Und dann wird man aber, ja, abgezielt. Und Rappi einfach gerade kein Timing. Guckt in die falsche Richtung. Spargo versucht hier gegen Nixit, macht es auch. Der Klick, der kommt nicht. Aber hyped jetzt hier gegen die AWP. Kann er sie rausnehmen. Sieht gut aus. Jetzt hat er sogar seine Main Weapon. Und wir haben nochmal 2 gegen 2. Wo ist sein Mate? Auch mit oben am Catwalk. Und 50 Sekunden sind es halt noch. Nochmal absmoken. Damit man da nicht so viel sehen kann. Twixie ist ready hier auf diesem Spot. Aber einen Hyped ist es auch genauso wie ein Mark. Mark oben. Hyped unten. Hyped zielt ab. Von wo kommt der Spieler? Der kommt jetzt halt von unten. Da guckt halt Mark gleich wieder hin, denke ich. Muss bloß das Timing haben. Mark, Junge, das Timing. Wird schwierig. Jetzt geht's ab. Das erste Duell, der erste Shot. Der verschießt da. Egal. Auf Zeit spielen. Jetzt Mark richtig hingucken. Mark. Da kommt er. Yo. Nimmt ihn raus. Aber dann ist es Mark im 1 gegen 1. Und er erwartet Twixie woanders. Der nimmt ihn auch raus. Schade. Trotzdem richtig viel Schaden gemacht gegen die CTs. Sehr, sehr wichtig. Und das aus ihrer Pistol Force heraus. Deswegen kann man hier ganz klar, wenn man jetzt die Runde gewinnen sollte, endlich mal wieder, auch in der Waffenrunde, die Kova-Jungs sofort in die Echo schicken. Denn sie haben halt... Sie haben Geld, aber nicht wirklich... Naja. Die müssten safen, um nächste Runde richtig Waffen reinzukaufen. Sieht nicht so gut aus. Sieht nicht so ganz gut aus. Also, schauen wir mal. Und der Mensch hype mit dem Frank Rappi. Der fällt hier. Hat sich selbst verbrannt, oder was? Keine Ahnung, wie er das hinbekommen hat. Auf jeden Fall hype mit dem wichtigen direkten Heal-Frag. Jetzt, ey, Mark, jetzt lock dich doch mal hin. Jetzt will hier Hype noch was machen. Und da ist es. Der nächste Frag. Starke Shots, die hier fallen. Von Hyped. Aber wie ein Angriff wurde. Jetzt, Mark, jetzt duck dich doch mal hin. Hoch runter, hoch runter. Nein, du kannst nicht auf mich raufspringen. Nein, nein, nicht mit mir. Und Spargo chillt hier, glaube ich, schon unten. Jo, hat gedacht, vielleicht geht jemand runter. Dein Mate ist Richtung Catwalk unterwegs. Also man hat die doppelte A-Deckung. Einer ist im Abgang Richtung B. Man könnte aber über Rampe rüberkommen. Und das war ZKS. Schön gemacht. Ist hier schön leise runterrotiert. Die SSP-Jungs arbeiten sich langsam vor für den A-Spot. Twixi mit einem... ZKS mit dem nächsten. Nächsten verbrennt. Twixie ist zum Glück. Jetzt ist natürlich Twixie bekannt. Der fällt und es ist Spargo. Als letzter Spieler, der kommt hier aus dem Schacht. Die Frage ist, ob man es auf dem Schirm hat. Die Bombe chillt noch. Die Bombe wartet noch. Oh mein Gott! Oh, Nixie vom Timing her. Wie bitter hier gerade. Es ist das 1-on-1. Hyped gegen die andere AWP. Und jetzt zieht er einfach ab. Schön gemacht. 20 Sekunden auf der Uhr. Hype geht nochmal runter. Die Mollo hat er nicht auf dem Schirm. Er denkt, es wird der A-Spot werden. Tür geht zu. Jetzt weiß er auch Bescheid. Spargo geht von Rampe. Die Bombe wird gelegt Richtung Rampe. Oh mein Gott, das Timing. Oh mein Gott, hyped. Die Flash kommt. Hat er auf dem Schirm. Gut vorgestrichen. Hat er nicht gesehen. Deswegen könnte Hype das Ding klar machen. Er geht offensiv. Schöne Position. Er tankt. Nein! Und er muss es machen! Hype, Junge! Er gönnt sich den Frag gegen Spargo. Der verschießt. Schön gemacht. Die Flash verrät hier nochmal die Position. Hätte auch anders ausgehen können, wenn er auf Full Contact gegangen wäre. Aber Hype sichert die Runde. Genauso wie Mark zuvor ein paar Mal. Für SSP. Nach 3 verlorenen Runden gibt es endlich wieder einen aufs Konto. Und was wir sehen, sehen wir, meine Lieben. Wir haben nur ein paar Smokes. Wir haben eine Granate. Wir haben eine Hero AWP bei Spargo und sonst nur Deagles. Wo war Force natürlich rein, weil sie im vollen Loser-Bonus waren. Und vielleicht geht da was. Spargo mit dem ersten Frag. Dadurch hat man natürlich die Terror-Spieler gehört. Mark macht den wichtigen Frag. Hype den nächsten. Und wir haben noch 3 Spieler. Man muss jetzt nur herausfinden, wo die AWP ist. Die ist außen. Die hat man, glaube ich, schon auf dem Schirm. Mark muss hier
kicken, was passiert, aber der geht einfach in den Abgang runter. Trotzdem, Spargo ist halt eine Nummer für sich wahrscheinlich. Der hat echt krasse Shots auch drauf. Ist eine gute Bank für Kovac. Der Schuss sitzt, aber nicht gut genug. ZKS ist mit der Deagle gut dabei. Wo ist Marc? Der muss sich irgendwie angreifen. Jetzt muss ich aufrauchen, ist die Schwierigkeit. Da steht jetzt halt noch ein Spieler auf dem Spot. ZKS mit dem nächsten Kick jetzt hier gegen Nixit. Nixit kann vorher Spargo rausnehmen. Wir haben 2 gegen 2. Jetzt ist der A-Spot frei. Man weiß, was passiert. Und Hype fällt auch. Es ist ein 1-on-1. AK gegen AWP. Und die Bombe liegt bei der AWP. Und das ist sehr, sehr bitter. Sehr unglücklich. Es ist Marc. Es ist wieder ein Spieler von SSP, der irgendwie regeln muss. Auf Kante. Es wird jetzt ganz, ganz schwierig. Er muss halt vorjumpen. Es wird richtig übel. ZKS hat es auf dem Schirm. ZKS readet es. Jetzt weiß er halt nicht, was passiert. Und er sitzt, dieser Schuss. 3 HP für den guten ZKS. Marc schafft es nicht. Schade. Also hier auf jeden Fall auch Probleme bei SSP. Man verliert gegen die Deagle. Man verliert gegen die AWP. Man ist da doof gegen die Rampe gelaufen, wo der Stack war. Und Sissy Stackpunks geben hier eigentlich ganz, ganz bitte die Runde ab. Und haben selber jetzt die Deagles plus Glocks. Drüben hat man wieder Waffen. Ulip mit dem First Frag. Vielleicht sehen wir noch ein paar geile Klicks jetzt hier von Hyped, Dream oder Rappi. Schauen wir mal, aber erstmal sehen wir den Twixie, der sehr aggressiv geht. Einfach durchpusht. Und die Bombe, die ist schon geplättet. Die wird unten schon undiffused. Da muss man sich nicht beeilen. Das Ding wurde nochmal abgebrochen. Jetzt hyped vielleicht mit der Möglichkeit. Hyped. Die Bombe ist schon durch. Er geht nochmal auf den Klickversuch. Passt nicht. 5 zu 4. Kova geht wieder in Führung. Und hallo, Sebastiano, wie geht's? Ich hoffe, alles ist wunderbar. Du kannst durchatmen. Und ist tiefenentspannt. Da sind sie. Die Waffen, die AWP, die 3 AK, die 4 AKs. Drüben halt weiter in Bonusrunde so ein bisschen. 2 Farmers, mit denen kann man auch gut abgehen. Die beiden M4s und die AWP. Warum Geld ausgeben? Man will es nicht übertreiben. Und dann schauen wir mal, wie die Runde jetzt hier abgeht. Erstmal Granaten von den CTs Richtung die Terrors geflogen außerhalb. Haben aber genau 5 Damage gemacht bei Marc. Mehr war nicht drin. Er ist ja unser Runner außerhalb. Oftmals kommt er vom Timing her immer ganz gut durch, aber Spargo ist einfach auch nicht da. WP! Ah, bitte. Immer wieder hin und her gelaufen. Eigentlich hat es Marc gut gemacht und dann ein bisschen Timing Pech, sage ich jetzt mal. Auch ein bisschen sehr langsam geschlichen und wird rausgenommen. Damit haben wir die erste Nummer Uno für heute, der hier sehr gut bis jetzt performt hat. Raus, ne? Wir sehen es auf dem Scoreboard. Hype und Marc sind weg. Hype fällt auch. Jetzt haben wir die beiden Top-Fragger aktuell bis zum jetzigen Zeitpunkt raus. Es müssen es nichts sehen. Rappi und Dream regeln. Wäre natürlich nicht schlecht, wenn jetzt was geht. ZKS jetzt aber wirklich auch gut dabei. Hat viel, viel Momentum gesammelt. Macht 1, macht 2. Und beide Spieler von SSP fallen. Nixit mit dem wichtigen Refrag. Nixit die AWP. Der kommt weg. Ah, da ist der Frag von Spargo. Schade. Bitter. Bitter, bitter, bitter. Sind vielleicht Leistungsträger, aber wenn man es drüben anguckt, ZKS und Spargo auch die beiden Leistungsträger, wenn man jetzt nur rein auf die Tracks geht. Vertrauen wir einfach drauf. Die anderen können es auch, haben wir öfters auch schon gesehen. Rapala, das kleine Monster. Er kann auch, wenn er will, aber aktuell hat er einfach gerade so ein kleines Bock. Wieder die Deagles, wieder die Pistols bei SSP. Dream fällt zuerst. Ulip außen hier in der Garage. Sind gut dabei. Und vom Momentum her sind sie sowieso stark. Die Jungs von Kova haben gerade davor schon in der, ich glaube, 17-Uhr-Partie gegen NLG gewonnen. Sogar relativ deutlich 16 zu 3 oder so. War crazy. Aber da ist er. Da ist er, das Rapala-Monster. Er gönnt sich. 1 und 2. Geht er noch mehr? Ist die Frage, gibt es noch ein paar Waffen? Die Bombe muss man erstmal aufpicken. Eine Minute noch. Ein paar zerquetschte auf der Uhr. Und der offensive Play gegen Uli. Aber der ist sofort im Schädel bei Rappi. Die Runde geht an Kova. Und mittlerweile hat man auch echt super viel Geld auf dem Konto der CTs. Also sieht sehr, sehr gut aus für Kova.
CC State Banks wieder mit den Waffen. Haben dann wieder gar nichts. Sie müssen jetzt die Runde holen. Rapid Drop, noch mal Hype, ein paar Granaten. Schade. Also, Daumen drücken für SSP. Die brauchen jetzt ein bisschen den Chat. Die brauchen den Hype. Nicht nur von mir, sondern auch von euch. Und dann können wir hoffentlich ein wenig uns freuen auf ein 7-5, ein 7-6, ein 7-7. Und danach zu sehen am Ende. Das wäre schon ganz nice, aber es ist eine riesige, riesige Aufgabe. Denn wie gesagt, das Geld, ich glaube, für anderthalb Runden reicht sie bei Kova. Auf jeden Fall. Boah, Ulib. Der hat hier Momentum, der hat Bock. Geht außerhalb. Holt sich nichts, die Twixie mit einer ekligen Position. Twixie könnte gleich Rappi rausnehmen. Rappi, bitte nimm ihn raus. Er hat ihn noch nicht gesehen. Rappi den ersten, aber Rappi den zweiten. Der Twixie steht einfach auf der Close-Kante. Geht weiter in Offensiv und geht zu zweit jetzt auf Spot drauf. MRC verschießt. Es ist nur noch Hype, der von der Seite des Shots abbekommt. Oh Mann, der muss jetzt hier einfach das Ace fassen machen, gefühlt. Richtig schwer auf der Form. Es ist noch einer. Oh, Hype! Richtig stark Hype! Verschießt nochmal hier, aber er hat die Chance. Schade. Ganz, ganz schade für ihn. Wäre der Schuss reingegangen, holy moly. Das hätte nochmal richtig gescheppert. Trotzdem, die haben keinen richtigen Go für den A-Spot. Die CTs stehen sehr gut. Halbzeitführung auf jeden Fall schon mal für Kova. Kann man ihn nicht mehr wegnehmen. Drei Runden zu spielen und es sind halt wieder nur Pistols. Eine Hero AK bei Rappi. Gehen wir mal auf den jungen Mann. Kann man auch irgendetwas machen. Überall, aber die Granaten, die Molos liegen rein. Die Utility ist einfach so gut bei Kova. Sehr, sehr schwierig für CC State Banks, da irgendwie durchzukommen. Und außen verliert man ja erstmal schon Mark. Jetzt aber, Hype war nicht gesehen. Der Klick war so von Hype. Jetzt nochmal pieken kurz. Aber Spargo ist einfach auch eine ganz, ganz sichere Bank hier für Kova. Jetzt wird hier der Flag gesucht. Nix sieht, hat sie die Möglichkeit. Aber auch hier, Kova sehr clever. Gehen jetzt nicht weiter offensiv. Rapid kann nichts machen. Es ist nur noch nicht, der auffällt. 9-4. Und die Kova-Jungs bauen weiter auf. CC State Banks. Womöglich letzte Waffenrunde. Sie brauchen den Plant, um auch in der letzten Runde zu kaufen. Ansonsten wird es schwer. Jetzt ganz klar, beide Waffenrunden müssen an CC State Banks gehen. 9-6 wäre schon ein, sag ich jetzt mal, okayes Ergebnis. Hauptsache, man kann als CT genauso gut performen, so wie es Kova tut. Das ist halt, finde ich, hier auf Nuke immer schwierig zu erkennen, wie stark eigentlich die beiden Teams sind auf der jeweiligen Seite. Aktuell sehe ich Kova etwas strukturierter, deswegen vielleicht auch etwas stärker, aber muss nicht unbedingt sein. CC State Bank, glaube ich, außen auch noch nie wirklich durchgegangen mit einer Exit, mit Smokes oder sowas. Und dass man in Abgang kommt oder so, war auch eher selten. So ein bisschen fehlen die Ideen. Man hofft gerade gefühlt auf den schnellen Early Frag. Vielleicht macht ihn auch Nixit gleich hier oder Dream. Erstmal kriegt hier Nixit Granate ab. Aber wie wir sehen können, geht es dann hier Richtung Rampe. Da wartet halt ZKS, Riedebank, genauso wie Spargo. Also die beiden, die wechseln sich ab, man hat hier eine gute Deckung, jetzt wird nochmal rotiert. Jetzt kommt das Timing aber perfekt, Spargo muss eigentlich fallen. Nehmt ihn raus, ZKS einen, ZKS keinen zweiten. Erstmal wichtig, aber Hype, Junge! Was macht der denn jetzt? Schießt hier einfach mal Prediction Shots durch die Wand und gönnt sich den Frag Nummer 2. Oder mit dem zweiten Shot den Frag, der war wirklich richtig insane und richtig stark. Schönes Ding hier, schönes Brett von ihm. Schön antizipiert diesen Laufweg. Macht man auch nicht alle Tagen. Ja? Also, Rappi am Runterschleichen. Spargo ist halt die Bank für Kova. Nächster Frank auf sein Konto. Wir nebenbei aufs Robot gucken. Spargo mit 16 Frags auch. Top-Fragger overall. Aber SSP wieder in der Rotation zurück Richtung A-Spot. Man hat hier ja relativ passiv für gesteckt. Aber Ulip hat hinten abgecheckt. Hat hinten die Augen, jetzt ist Erax da. Hype hat keine Chance. Brutal. Schön gemacht von Kova, weil man alle Informationen hatte mit Ulip, der einfach außen durchgerannt ist. Habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und da fallen schnell zwei Spieler.
Ich glaube, Nixit und Dream. Schade. Diese Partie sieht gerade nicht so gut aus. Am Anfang war es nach der Pistol Round sah es echt cool aus, aber dann mit seinem Wachmann bei Kova einfach super strong und SSP gefühlt chancenlos. Man rennt hier überall rein in die Weapons. Für Kova, oder man macht Kova leicht, so fühlt sich jeweils an. Sissy State Banks braucht jetzt einfach mal dann kommen. Einfach auf Legende spielen. Jetzt einfach ein paar geile Dinger drücken. Aber sie trauen sich halt auch nicht weiter. Wir haben auch wieder einen offensiven Play, glaube ich, hier von ZKS. Die Information von der Promise sieht so aus, als wenn keiner wäre. Man geht außen lang. Man hat hier einen Frag Ulip, Spargo auch, guckt überall, checkt alles systematisch, macht den Frag gegen Rappi. Es ist nur noch Mark, wieder am 1 gegen 5, wie vorhin. Müsste das Ace machen, das sollte das wahrscheinlich 11 zu 4 sein. Oh, ist der Mark gerade abgestürzt? War gerade ein Leck gefühlt bei mir. Crazy, crazy. Schade. Ja, Mark scheint rausgeflogen zu sein. Der ist wirklich zum Schluss rausgeflogen. Also... offenbar, er wird gleich reconnecten. Das Ding ist leider durch. Nicht, dass er Rage Quit hatte oder sowas. Das kann ja auch sein. Aber schade. Am Anfang sah es echt gut aus. Dann später, keine Ahnung, was passiert ist, aber es lief nicht mehr. Klar, man weiß halt nicht, auch hier, wie in jedem deutschen Team, gibt es Rotationen hin und her. Das deutsche CS Go ist wieder am Shuffeln. Wer weiß, wie gebrochen der eine oder andere ist, wie Bock man eigentlich noch hat, mit dem anderen zu spielen. Und deswegen sollte es jetzt hier auch gleich weiter losgehen, denn Mark ist auch schon wieder da. Aber eigentlich machen sie keine Anstalten, dass sie nicht irgendwie Bock haben, einfach nur auf Aiming zu gehen, ein bisschen zu ballern. Und soweit war ja SSB auch nie schlecht. Das Team hat immer eigentlich ganz gut performt. Aber ein 11 zu 4 ist schon eine Ansage und Kova jetzt als Terror... haben es in der Hand, können hier direkt den Sack zumachen, wenn sie wollen. Pistol gewinnen, Folgerunde gewinnen und die dritte Runde auch noch gewinnen. Dann steht es 14 zu 4. Es wird richtig schwer. SSP dürfte dann keinen Fehler machen. Muss komplett eskalieren, jede Runde. Deswegen wäre es natürlich wünschenswert, wenn sie jetzt die Pistol Round und ihre insgesamt drei Runden aufs Konto packen. Also drückt die Daumen für CC State Banks. Kova ist stark, aber SSP ist doch hoffentlich stärker. Rappi sieht die Steps, hört die Steps. Sie zieht sich zurück. Noch schnell auf den Spot. Jetzt muss er irgendwie Frags machen aus der Situation. Das Beste machen mit der Pistol. Man hat ihn noch nicht gesehen. Jetzt geht er vor. Man hat einfach systematisch alles abgecheckt. Man ist schon ready. Wenn die Tür gleich auf mit der Plant durchgeht. Oh, Dream, Junge. Was für ein Klick jetzt erstmal. Nächstes sieht noch einer. Dann fliegt er einfach weg von der Granate. Eklig. MRC, Mark. Gönnt sich auch noch einen. Und dann geht man rauf. Hype den nächsten. Und dann ist es nur noch Ulip. Die Bombe, die liegt. Aber Ulip hat Bock. Ulip wird auch schon stark. Frech gespielt. Muss irgendwie an die Bombe kommen. Nix sieht. Und Hyped sind ready. Hoffentlich ein schöner Klick. Da ist er. Hyped auch auf Distanz mit der USP. Sehr stark. Und die Runde geht in der SSP. Erstmal ist man hier vielleicht guter Dinge. Trotzdem noch ein langer Weg. Mit den Waffen sah es bis jetzt in der gesamten Partie eigentlich sehr, sehr schlecht aus. Denn nur eine einzige Runde hat man geholt gehabt. Ohne Plant forst man hier trotzdem rein bei Kova. Hätte ich jetzt eigentlich eher gefeiert, nicht rein zu forcen. Aber die Tech-9s, auf die hat man einfach Bock. Und die sind ja auch super stark, wenn man hier aggressiv übertrieben ausrastet und irgendwo raufrusht. Schauen wir mal, für welchen Spot sie sich entscheiden. Es sieht aus, vielleicht für den Push auf den A-Spot oder sogar in den Schacht hinein. Man ist auf dem A-Spot drauf, das ist mal eine Smoke. Also der Execute ist da. Vixi an der Smoke. Mark mit einem. Dream mit dem zweiten. Vixi pusht einfach durch. Holt sich den Frag gegen Nixit. Mark fällt auch, aber hyped. Mit dem Double hyped, mit dem 3K oder was? Ulip will noch Damage machen. Die muss aufpassen. Man weiß halt nicht, wo der letzte Mann ist. Boah, der Schaden dieser Tech 9 ist crazy, aber Hype verschiebt. Unterstützt den Mate. Und die Runde geht an SSP. Die Tech 9s also nicht zu gebrauchen. Jetzt vielleicht nochmal Tech 9s. Ich weiß es nicht. Könnte man machen, wenn man will. Nochmal zwei crazy Runden. Hat man sich sogar einen Plan gemacht. Wir machen jetzt erst Tech 9s mit Utility. Und jetzt gehen wir in der letzten Runde nochmal auf die Eagles. Bis auf Spargo, der spart hier schon mal so auf die AWP.
Also man ist noch nicht über den Berg. Jede solcher Runden mit Pistols wäre super eklig, wenn man sich verlieren sollte. Als aus der Sicht von SSP. Die ersten Frags sind aber da. Sieht ganz gut aus. Hype mit noch einem. Hype mit dem Double. Und damit beendet man die Runde flawless. Man kann echt gut was aufs Konto packen. Ich denke, die Bonusrunde wird sogar noch gespielt. Mit der gesamten Utility. 3 MP9s bei SSP ist schon wirklich richtig viel. Aber Kova, 5 AKs. Spargo vielleicht diese Glascannon. Nein. Die Runde erstmal noch auf die 5. AK. Also schauen wir, was sie machen. Erstmal Exit-Gut, der relativ zügig geht. Also Kova schon mal zeigt dir schon ganz klar ein bisschen mehr. Hier fliegt die Utility. Die haben Bock. Und es könnte vielleicht für SSP ein Problem werden, wenn die Jungs da einfach einen Abgang runtergehen können und machen können, was sie wollen. Dream hört die ganzen Steps aus der Garage. Man hat hier auf jeden Fall schon nichts verloren. Hype stirbt auch unten. Jetzt wird schwierig. Die Bonusrunde brutal gefährlich. Rappi muss die Frags machen. Rappi ein. Kriegt Rappi noch einen zweiten. Nochmal eine Molo. Jetzt wird er hochgepumpt. Kriegt man aber keinen zweiten Frag rein. Aber diese Zeit, die hat man genutzt. Dream ist schon runterrotiert. Dream jetzt von hinten angreife. Dream einen macht er. Den zweiten muss er machen. Den macht er auch noch. Dream, Junge. Jetzt den vierten. Der hat die Waffe gesehen, oder nicht? Oh, stark. Das Timing für ihn. Des Todes. Aber dann rennt er rein. Schade. Schade, schade. Trotzdem. Schönes Play hier von Dream. Auch gut gemacht von Rappi. Trotzdem reicht es nicht, aber man hat das Geld, um auf jeden Fall reinzukaufen. Jetzt gibt es hier nochmal richtig Waffen. Aber die Damage gegen Kova war super. Deswegen sehen wir auch hier nur 3 Galils. Nicht mal ansatzweise, ja, doch schon ansatzweise, aber nicht mehr so viel Utility, wenn man Ulip anguckt. Sonst der Rest hat alles. Also, die Runde muss ans SSP gehen natürlich. Und es sieht eigentlich ganz gut aus, wenn man sich das Waffen-Line-Up anguckt. Also drückt die Daumen für Sissy State Punks. Kova ist auf jeden Fall für jeden Gig zu haben und ist nicht zu schade, gut zu performen. Sie sind super, super stark. 2 Flashes, man denkt, es war vielleicht der A-Spot, jetzt hier der Go. Aber es sieht so aus, als wenn man nochmal ein Exit-Gut schmeißt für außerhalb. Jetzt werden die Smokes genutzt. Also das habe ich so ein bisschen bei SSP vermisst. Hier sehen wir jetzt. Na, was ist jetzt mit Ayrax? 3, 2, 1. Na? Jetzt geht's ab. Wird geworfen. Der Jump. Und bei was? 55 wahrscheinlich. Das wird geworfen. Vielleicht auch die letzte verzögert. Da kommen die Smokes. Aber es soll nur Fake sein. Eine schöne Wall, die man sich hier bankt. Oder hinlegt. Und es geht trotzdem vor die Pommes. Ein Spieler hat man irgendwie durchgebracht. In die Main. Ulip den ersten. Ulip den zweiten. Oh mein Gott, die Bitte, jetzt brauchen wir einen starken Mark. Der macht ihn. Mark den zweiten, Mark den dritten. Nein, es ist nicht so. Hyped. Auch an der Smoke. In der Main. Links von ihm ist Ulip. Der ist einfach ein Monster jetzt hier gerade. Ah, keine Chance. Ulip an der AWP. Starker Go von Kova. SSP wurde hops genommen. Mark konnte zwar Frags, 2 Frags machen, aber nicht mehr viel. Ganz, ganz bitter. Und hallo, Luki. Mann. Mann, Mann, Mann. Das war der Neckbreaker-Round für SSP. Die müssen die Echo Hero M4 bei Rappi. Und Kova auf dem guten Weg Richtung Sieg. Die lassen hier nichts anbrennen. Nicht umsonst haben sie gegen LLG gewonnen. Aber darf man auch nicht vergessen, da ist auch ein Team, was eventuell so nicht mehr existiert am Ende der Season. Keine Ahnung, wie dort die Stimmung ist. Die gesamte deutsche CS hat ihre Probleme aktuell. Aber okay. Hyped Dream raus. In dieser 21. Runde hier auf Nuke. Wir befinden uns übrigens in der sehr Advanced. Und es sieht alles danach aus, als wenn man hier vielleicht jetzt gleich die Runde wieder abgeben muss gegen Kova. Die sind schon unten, glaube ich. Ja, langsam geht's vor. Oben wird jetzt hier Ayrax schon rein pieken. Die Frage ist halt, ob man es auf dem Schirm hat. Vom Timing her doof. Spargo fällt. Jetzt sollte hier wahrscheinlich der Frag kommen von oben. Der Frag sitzt auf jeden Fall von Rappi. Jetzt ist aber da oben halt Ayrax. Das ist so bitter. Da fallen sie beide. Da
Damit hat man einfach nicht gerechnet. Ach man, was ist nur los mit SSB? Es läuft gerade nicht mehr. Also, wahrscheinlich letzte Runde mit Waffen. Drückt die Daumen, wenn ihr noch mehr davon sehen wollt. Für Sissy State Punk, Fixi und Co. pushen wir da durch. Mark macht eine, Mark macht keine zweite. Nixi mit dem Refack, weil Mark geholt wird von Twixi. Und man ist aber trotzdem super schnell auf diesem B-Spot. Man hat einfach durch die Schacht durchgedroppt, runtergerannt und man ist da. Außen, glaube ich, ist man nicht durchgelaufen. Glaube ich nicht dran. Aber ZKS war noch auf dem Silo. Der fällt gegen Dream. Dafür aber Spargo wieder erfolgreich. Den Kopf sieht Dream auch noch. Dicker Damage gegen Ulip. Sehr nice, wenn ihr gerade Damage raushastet. Aber jetzt ist Spargo da. Der piekt wahrscheinlich. Holt den Frag noch irgendwie mit der Ellbogenkante. Nix sieht Hype. Keinen Diffuse Kit. Sie müssen eskalieren. Spargo den nächsten. Spargo den dritten. Den vierten. Spargo das Monster hier von Kova. Was der hier mit der AWP macht, vermissen wir gerade von Hyped. Aber insgesamt ist es ja auch eine Teamleistung. Darf man nie vergessen. Das sieht nicht gut aus. 8 Matchbälle für die Jungs von Kova. Und wie es aussieht, scheint SSP nicht hier irgendwie die Möglichkeit zu bekommen, auch ein NLG zu brechen. Kova auf Terror-Side auch super, super stark. ZKS mit dem nächsten Frag. Und gefühlt könnte es jetzt gleich vorbei sein. Schauen wir mal. Hyped. Nochmal mit der Deagle. Vielleicht den Frag gegen Ulip. Der sich aber hier schon so ein bisschen wieder zurückzieht. Niemanden gefunden. Mark hier in der Pommes. Nix sieht. Unten am Window. Beim B-Spot. Und Kova macht das wirklich sehr diszipliniert. Gar nicht so aggressiv. Bleiben chillig, bleiben cool. Wollen ihn nicht irgendwo angreifen. Und den Hype nochmal mit der Smoke. Oh, an der Door. Das ist eine schöne Position, die er auch hier ausgearbeitet hat, sich. Vielleicht kann er damit nochmal ein paar Klicks verteilen. Es sieht so aus, als wenn man vielleicht hier was machen möchte. Edgar ist mit einer guten Mollo nach hinten. Man kommt wahrscheinlich auch gleich vom Catwalk, weil man ist schon komplett durch. Könnte eklig werden. Keiner hat es auf dem Schirm. Hype geht nach vorne. Schöne Aktion. Der wird nicht gesehen. Mark macht aber die Break nicht. Mark guckt aber wieder ritten. Einwandfrei. Dies ist, glaube ich, vorbei. Es muss Nixi den 4K drücken. Er muss hier ausrasten. Aber das glaube ich nicht, mein Leben. Schade, schade, schade. Da ist es. Das 16:7. Und der Sieg für die Jungs von Kova. Starke Performance. GG well played. Kann man nichts machen, definitiv nicht. Der Anfang sah echt gut aus. Die Pistol Round super stark hier von SSP. Aber ansonsten waren sie eigentlich gefühlt kein Gegner für Kova. Die haben super gut gemacht, super gute Taktik gespielt. Müssen wir mit leben. Ja, so ist es. Also, SSP, ein Sieg fehlt noch für den Klassenerhalt. Ein Sieg für die SCR Advanced. Die sollte man noch bekommen. Man hat ja noch einige Spiele vor sich. Insgesamt, lass uns kurz rechnen, hat man 10 Spiele jetzt gemacht. Noch 4 Spiele sind da. Also ein Sieg für den Klassenerhalt. 5 Siege braucht man. Und Unicorns hat es ja schon. Die werden es auch schaffen. Die Playoffs sind, glaube ich, jetzt da nicht mehr drin. Aber der Klassenerhalt, der sollte machbar sein. In dem Sinne, danke fürs Reinschauen. Danke fürs Dabeisein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Cast. Wer Bock drauf hat, hier bei mir. Hoffentlich auch bald wieder mit meinem leeren Platz, mit dem guten Paddy. Oder auch mal zusammen mit dem guten Sebastiano dann. Aber ich bin auch echt müde. Mach's gut. Ciao, ciao. Bye.